Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei MySupermarket. Wir haben ja das letzte Mal ein bisschen das Sortiment erweitert. Sprich, wir haben Melone dazu bekommen und dann eben auch die Nudeln. Und ich hoffe jetzt mal, dass wir noch das ein oder andere Upgrade bekommen. Vor allem, dass wir vielleicht Konstruktionsstatistiken oder Mitarbeiter freischalten. Das wäre ganz toll. Das ist bestimmt dem einen oder anderen auch schon aufgefallen. Es gibt hier auch die Möglichkeit, mit als Multiplayer zu spielen. Das habe ich jetzt halt in so einem Supermarkt-Game auch noch nie gehabt. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Ich denke jetzt nicht, schöner Gruß geht raus an Sandman, dass er sich dieses Spiel kauft, dass wir das gemeinsam spielen. Aber es würde mich auf jeden Fall interessieren, wie das abläuft, weil dann kann ja einer im Grunde dann Regale einräumen, der andere kassiert und dann wechselt man sich da mal ab. Ist bestimmt interessant, vor allem gerade, wenn der Laden dann auch größer wird, weil wir haben ja uns das letzte Mal die Fläche angeschaut und so wie es ausschaut, ist hinter dieser Wand dann noch genügend Spielraum, um den Laden auch noch größer zu machen. So, wir haben 4.800 im Säckel, also wir haben auf jeden Fall einiges an Geld, aber ich möchte natürlich auch nicht das ganze Geld jetzt halt rauspowern für Regale oder was weiß ich. Na, das war aber einiges. Andererseits denke ich mir natürlich, wenn die so viel einkaufen, die Leute, wäre es vielleicht ganz interessant, wenn man die Produkte immer in zwei Regale aufteilt. Ich weiß aber halt nicht, was noch kommen wird. Das ist halt das andere, ne? Was fehlt uns denn? Uns würden fehlen Eier. Wir können ja mal ganz kurz gucken, ob wir vielleicht Eier gerade im Angebot haben. Kann man ja so zwischenrein mal machen, ne? Mal ganz kurz gucken, überfliegen, was fehlt. Dass man immer so, ja, ich sag mal, ca. 30 bis 50 Produkte von einem auf jeden Fall im Regal hat. Ansonsten ist ja immer Preiswechsel jede Stunde. Wir haben jetzt ja die Eier gekauft für 50 Cent und jetzt kosten sie, Sekunde, 54. Also wir haben auf jeden Fall schon mal etwas gespart. Grüner Preis ist definitiv immer besser wie roter Preis. Dankeschön fürs Liefern. Keine Ahnung, wie du heißt, Alfredo, Ricardo. So, Hallöchen. Na, das geht flott. Also das Minispiel gefällt mir ganz gut hier an der Kasse. Das ist wenigstens nicht so, ich sag mal, langweilig. Also man wird gefordert, kopfmäßig. Auch wenn es nur Pfeile drücken ist, aber man möchte ja so schnell wie möglich das Ganze kassieren. So, immer schön beobachten, ne? Dass wir hier keinen Ladendieb haben. Ich bin immer gespannt, wann der erste Cop was klaut. Und ich denke mal, dass ich so das ein oder andere rausschneiden werde. Jetzt in dem Part und dann vielleicht auch in dem folgenden Part. Einfach, dass wir quasi wegen vorwärts spulen und gucken, was da noch alles kommt. Weil in 5 Parts bekomme ich ja sonst gar nicht so viel Sachen unter. So, du hast das letzte Mal schon geklaut. Ich hoffe, heute nicht. Heute zahlst du bitte dein Zeug. Ja, und dann müssen wir auf jeden Fall auch einmal kehren. Weil hier vor der Kasse ist nämlich schon ein bisschen Schmotter. Und? Der läuft hin und her. Und da wieder was einsacken, da was einsacken. Vielleicht kommt dann auch gleich wieder ein Bus. Also die Busse, denke ich mal, die sind so das Ausschlaggebende, dass man gut Geld verdient. Das sah aber so aus, als hätte der viel mehr rausgenommen aus dem Regal.
soll. Ich denke, man fährt besser, wenn man die Regale anders aufteilt, wenn man zum Beispiel auch Äpfel zweifach platziert, Tomaten und sowas, und dann eben von jedem Produkt dann irgendwann mal immer zwei Regale voll hat. Ansonsten käme man, glaube ich, mit dem Nachräumen dann auch gar nicht so hinterher. So, schmeiß aufs Band, Mädel. Wunderbar. Oh ja. Gut. Okay, dann werde ich jetzt halt mal schauen, dass ich jetzt im Grunde mal einen Schnitt mache und dann mich wieder zuschalte, wenn irgendwas freigeschalten wird. So, es ist tatsächlich jetzt schon 18.40 Uhr und zwei sind noch zum Einkaufen da. Aber stört ja nicht. Ich meine, jede Minute, die ich jetzt zwar länger mache, aber dafür ein Geschäft ist ja in Ordnung. Und über Nacht habe ich ja immer noch genügend Zeit, um die Sachen aufzufüllen. Ich sehe schon gerade, die Obsttheke ist komplett leer. So, jetzt bloß noch gefehlt, er nimmt die letzte Ananas und fragt dann nochmal nach einer Ananas. Gut, damit ist der letzte auch abkassiert. Der Laden ist zu. Jawohl. So, dann tun wir erst einmal Müll rein. Dann nehmen wir den Müll raus. Oh, das ist aber ganz schön laut, wenn ich an der Tür bin. Wow. So, wir müssen auf jeden Fall etwas kehren. So. Das ist auch nicht schlecht, dass man hier drüber weglaufen kann und gleich mehrere Sachen wegkehren kann. Erinnert mich jetzt ja gerade an Gas Station Simulator, da kann man ja auch im Grunde kehren und laufen. So, Eier. Eier. Dann räume ich jetzt halt mal ein und starte dann gleich den nächsten Tag, würde ich sagen. So, der Tag Nummer 6 läuft bereits. Ich habe natürlich die Vorräte wieder ein bisschen aufgestockt und die Regale vollgeräumt, so wie sich's gehört. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, ob hier dann irgendwas frei wird. Wir haben zumindest schon fast einen halben Stern, das ist ja auch schon mal was, ne? Aber ich denke, dass man das nächste erst freischaltet, wenn tatsächlich der Stern voll ist, vermute ich jetzt mal. Deswegen werde ich jetzt halt hier ganz brav weiter abkassieren, in der Hoffnung, dass wir dann auch ein gutes Geld machen, weil wir sind mittlerweile schon unter 5.000, also unter 4.700 sogar schon. Und da muss natürlich noch ein bisschen mehr gehen, weil ich denke nicht, dass der Anbau sehr wenig kostet. Und wenn hier noch mehr Produkte dazukommen, dann muss ich natürlich auch gucken, dass ich Regale kaufe. Und die sind auch jetzt nicht gerade günstig. Na gut, ja, schnappt euch ruhig Zucker. Also von daher werde ich es jetzt halt einfach mal wieder ein bisschen laufen lassen. Yes, wir haben Mehl freigeschaltet. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Heißt aber jetzt halt auch wieder für uns, dass wir ein Regal brauchen, was ja auch wieder 600 kostet. So, das stellen wir gleich hier mit her. Dann gucken wir mal, vielleicht habe ich Glück und Mehl ist gerade auch günstig. Jawohl. Ja gut, wir sollten immer gleich 100 bestellen beim ersten Mal. Die sollten ja auch noch locker reinpassen, aber sobald dann nochmal ein Artikel dazukommt, wird es dann schon schwierig, ne? So, jetzt hoffe ich mal, dass die Lieferung gleich kommt. Und zack, zack. So. Jawohl. Ja, da ist schon der Erste, der fragt. Komm, Anna. Du heißt jetzt ab sofort Anna. Beeil dich mal ein bisschen.
Dankeschön. So, nehmen wir mal zweimal Mehl raus. Jawohl, gut. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal etwas drin. So, wenn natürlich einer am Arcade-Automaten steht, dann fragt natürlich der Nächste, wo ist der Arcade-Automat? Aber da gibt es halt nur einen. Das wundert mich sowieso schon, dass man im Supermarkt sowas hat. Schön, dass wieder ein Bus da ist. Aber ich hoffe, dass da kein Dieb dabei ist. So. Vor allem, mir ist schon aufgefallen, das ist unabhängig davon, ob ich jetzt halt schnell bin oder nicht. Sobald die ein bisschen zu lange warten, fangen die das Gähnen an. Finde ich auch etwas übertrieben. Da hoffe ich auch, dass die das vielleicht noch anpassen werden. Kommt halt auch immer drauf an, wie schnell die das Zeug aufs Band legen, wie schnell ich eingebe, ne? Da fängt schon an zu gähnen, obwohl ich voll am Kassieren bin. Ich hoffe, da wird jetzt keinen Dieb übersehen. Ich bin so auf die Pfeile konzentriert. Jawohl, es läuft, es läuft. Es kommen auf jeden Fall mehr Kunden, muss ich sagen. Also das ist mir schon aufgefallen. Je länger man offen hat, desto mehr Kunden kommen dann auch rein. Da ist dann natürlich die Frage, ob man dann nicht irgendwann, also wenn es zu viel wird, zu stressig wird, dass man dann die Öffnungszeit eventuell nochmal um 2 Stunden kürzer macht. Ah ja, okay, ich höre schon wieder Fliegen. Ja, du musst jetzt warten, bitte. So. Na, so langsam waren die Regale leer. Wir haben jetzt 16 Uhr, also 2 Stunden haben wir noch offen. Ich bin mal gespannt, ob ich irgendwas nachfüllen muss. Also die Ananas habe ich jetzt hier platziert und da drüben platziert. Aber ich denke, ein Regal ist wirklich gerade so ausreichend pro Artikel. Und dann werde ich jetzt mal wieder weiter abkassieren, den Tag beenden und den nächsten Tag dann gleich starten. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Jawohl, wir haben ein neues Produkt freigeschaltet und zwar das Huhn. Sekunde. Jawohl, aber ich denke, da werden wir Tiefkühl dafür brauchen. Vermute ich mal. Aber wir sind halt jetzt schon unter 4000. Ne? Also wir sacken immer weiter ab mit unserem Geld. Und da weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie ich das kompensieren soll. Ich hoffe halt nur, dass wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Huhn kaufen, boah, das sind nochmal 1600, warte mal, wir könnten das doch da vielleicht herstellen, hier neben den Eingang. Yep. Nein? Da neben den Eingang vielleicht, das wäre gut. Und dann schauen wir gleich einmal wegen Huhn. Kalt, genau. 9,99. Ah, wenn ich nur out... Oh, das ist gut. Ja, okay. Das ist natürlich nice. Das habe ich nicht gewusst. Ups, Moment. Falsche Taste gekommen. Das Einzige, was ich... Ups, ich war auf den falschen Tasten. Das Einzige, wo ich jetzt nicht weiß, wenn die die Lieferung bringen... ob ich da ein spezielles Regal dafür brauche oder ob die das einfach irgendwo mit reinstellen.
Aber das werden wir gleich sehen, ne? Auf jeden Fall hätten wir die ersten Tiefkühlprodukte hier. Hey Anna. Okay, die werden so mit reingelegt. Würde ich sagen, schmeißen wir die mal da rein. Ach, da gehen gar nicht so viele rein. Okay. Alles klar. Anscheinend kosten die dann auch etwas mehr oder so. Ich hoffe es zumindest, dass ich da ein bisschen mehr damit einnehme. 23. Weiß man natürlich jetzt halt nicht, ne? Das werden wir uns dann nochmal anschauen, wenn Feierabend ist. Ob das, was wir da vielleicht dran verdienen. Vielleicht hat es jetzt auch die Statistiken freigeschalten. Jedenfalls kommt jetzt ja gerade wieder eine ganze Busladung an Kunden. 2018. Die hat jetzt zum Beispiel nur 2 Artikel gehabt. Also ich denke mal, dass das Huhn dann schon einiges mehr bringt. 3 Artikel, 21, okay. Wie gut, dass ich Rechtshänder bin. Ah, jetzt wird schon ein bisschen weniger gekauft, aber... Okay, 38. Durch das, dass der jetzt 2 Hühner hatte, ich schätze mal, dass das gute 15... Dollar sind, was wir da einnehmen können pro Huhn. Ah, ihr liebt mich alle, ja, das weiß ich doch. Jawohl. Wunderbar. Ich muss jetzt dann bloß schauen, dass ich wahrscheinlich noch sauber mache, weil jetzt habe ich einen Faden verloren, was ich sauber mache, weil ich denke, dass da schon einiges an Schmutz ist. Da auch. Ich will ja nicht, dass die Kunden hier irgendwie negativen Eindruck haben. So, zack. Bitte nicht einschlafen an der Kasse, ja? 2 Hühner, ein Getränk, Milch. Was soll denn das? Hier so langsam. Da muss ich wahrscheinlich schauen, dass ich vielleicht 2 Kühltruhen her tue, weil da ist nämlich nur noch einmal Huhn drin. So. Rein damit. Wir gucken uns das jetzt dann gleich mal an. Wir haben 16,50 jetzt gleich. Und wenn jetzt noch ein Produkt dazukommt, dann muss ich definitiv ein neues Warenregal noch kaufen, weil ich das nämlich sonst nicht unterbekomme. Ich weiß auch nicht, wie hoch das gestackt wird. Und je mehr Artikel man hat, desto weniger werden halt die Regale leer. Ne? Da hinten haben sie sich sehr aufs Brot geschmissen. Was ich ja auch in Ordnung finde. Wir haben 17.35 Uhr. Aber so wie es ausschaut, bringt das Huhn am meisten aktuell. Man muss sich da echt zurückhalten. Ich habe das erste Mal, als ich das Spiel angefangen habe, tatsächlich diese Selbstkasse da mir gekauft. Die kostet ja immerhin 8.000. Das hätte ich nie bewältigt. Also das hätte ich nie geschafft. Weil ich bin jetzt halt auf 2.300 und wir hatten so am Anfang um die 7.000 bis 8.000. Also da sieht man mal, auf keinen Fall zu schnell irgendwelche Sachen kaufen. Hallo?
Mann, oh Mann. Vor allem, ich hätte jetzt ja die Sekunde noch warten müssen bei dem einen an der Kasse. Ja, ich weiß. Rein damit. Und jetzt darf ich den wahrscheinlich nochmal kassieren, ne? Okay, also wenn man das abbricht, dann muss man tatsächlich nochmal das Ganze kassieren. Naja, aber wenigstens ist es nicht zu negativ. Aber der musste jetzt auch tatsächlich in der letzten Minute sein, ne? Dieser Doldi. So, lass uns mal gucken. Nee, Statistik gibt's gar nicht. Aber wenn ich hier drauf mache, Befehlmenge. Okay, also man kann hier auch. Das ist jetzt der Preis, den man am niedrigsten zahlt, ne? 11,79, wir sind jetzt ja gerade bei 9,99. Das ist ja mal interessant. Und sehe ich dann hier Wert 1,90, Verkaufspreis. Ah, das wusste ich jetzt nicht, ne? Ananas kostet jetzt zum Beispiel 99 Cent. Gab es aber auch schon mal für 70 Cent oder für 50 Cent. Man kann das dann wirklich richtig schön ablesen, zu welchem Preis man am besten kauft. So, packen wir mal die Eier rein. Wir brauchen auf jeden Fall Äpfel. Ups, das habe ich jetzt halt genommen. 10 Eier nochmal, na toll. Äpfel und Tomaten. Wir räumen das jetzt halt mal noch gemeinsam ein. Ananas. Dann nehmen wir gleich 3 Kartons mit, weil da drüben fehlen ja auch welche. Ich hoffe, das reicht. Jo, das reicht. So, Ananas raus. Dann schnappen wir uns The Watermelon. Ah ne, warte mal. 2 müssten da reichen. Na jawohl. Das sind immer nur 3 Stück nebeneinander. Ja, hat gepasst. Hat gepasst. Nudeln und Mehl. Ja, da hätte ich von jedem 2 Kartons gebraucht. Also nochmal Nudeln und Mehl. Das ist auch nicht schlecht. Ich habe 2 Mehl, 2 Pasta einstecken, aber ich habe nur einen Karton. Finde ich auch gut. So. Blubberwasser hier. Brauchen wir 2 Stück und wir brauchen auf jeden Fall auch hier Sugar. Wenn das zu knapp wird mit dem Auffüllen, dann kann ich natürlich jederzeit auch die Öffnungszeiten ändern. Nochmal Zucker. Und wir brauchen da hinten auf jeden Fall Brot und Milch. Zack, Fluffies. Dachte ich mir, dass das nicht reicht. Sugar. Da ist jetzt alles drin, ne? Hier fehlen eigentlich nur 2 Melonen. Wir brauchen aber jetzt halt noch mehr Milch und noch mehr Brot. Und Milch. Vielleicht reicht's. Es sind ja nur 5 Brote, die da drin liegen. Yep. Und die Melonen. Ja, wenn man das natürlich im Multiplayer spielt, dann kann man das Ganze natürlich wirklich richtig gut beobachten. Ne? Nee. Ich will das bitte reintun. Also gerade von den Preisen her, ne? Wenn ich jetzt sage, ich möchte
darauf schauen, dass man möglichst günstig das Ganze einkauft. Hier zum Beispiel würde ich jetzt sagen, kaufen wir gleich, weil wir auf jeden Fall unter dem Mittelpreis sind. Mit 10 Euro sind wir bei 8,19 Euro. Macht natürlich den Verdienst höher und 15 Dollar haben wir Verkaufspreis. Also Gewinn machen tun wir immer, so wie es ausschaut. Ist das jetzt bestellt? Nein. Verdammt. Verdammt. Ich habe extra das angeklickt, aber ist okay. 500. Alter. Ich muss eh gucken, dass ich das reinbekomme, ne? Ich weiß nicht, ob ich da mit einem... Da gehen nicht so viel rein. Da gehen gerade mal 15 Stück in der Grab mal rein. Das ist nicht viel, ne? So, wir bräuchten gerade aktuell nichts sonst weiter. Okay, jetzt muss ich mal auf die Zeit schauen, weil wegen den ganzen Schnitten, die ich jetzt da drin habe. Ah, okay, wir sind bei einer halben Stunde. Oh, habe ich es doch... Oh, jetzt habe ich es doch doppelt bestellt. Was natürlich gut ist, dass der Stack über 100 geht. Ich weiß nicht, wie viel höher, aber es ist auf jeden Fall gut. Jetzt überlege ich gerade, ob ich nicht da hinten das Regal hinstelle. Aber ich kann gerade nicht wirklich was kaufen. Ne? Wir haben nur noch 1300. Und ich denke mal, dass ich so langsam dann leerlaufen werde. Wir werden es beim nächsten Mal sehen, würde ich sagen. Nee, nicht Verwaltung. Doch, automatische Öffnung. Wir können natürlich auch den Laden länger aufmachen. Ne? Wir können von 8 bis 20 machen, also 12 Stunden. Verkaufen auf jeden Fall mehr. Kann natürlich sein, dass mal das ein oder andere Regal leer läuft. Wäre jetzt abzuwarten, ne? Was passiert. Na naja, gut, ich hoffe jedenfalls sehr, dass euch der Part gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut, ciao, ciao.